Jeden Tag ernte ich solche eine Gurke oder zwei manchmal. Und das finde ich toll am 10. September oder Mitte September. Das ist super gut. Aber ich möchte natürlich, dass die meine Gurkenpflanzen länger wachsen werden, länger Ernte bringen werden. Und dafür verwende ich alle Hilfsmittel. Und zwar bei Gurkenwurzeln habe ich jetzt bei allen Pflanzen so eine gute Erde gegeben. Die ist die gekaufte Erde aus dem Sack. Kompost ist bei mir ist leider noch nicht fertig. Es wird im Frühling erst fertig, weil ich im Frühling schon alle kompostierte Erde aus der Komposttonne verbraucht habe. Und da sind die Insekten. Die sind gut und schlau. Die sind Wespen. Ich habe ein Häuschen gebaut im Gewächshaus mit Gurken. Super. Die sind nützlich. Und natürlich habe ich überhaupt nichts dagegen. Wir essen schon die Gurken und das ist schon die zweite Ernte in diesem Sommer. So ungefähr zwei Gurken jeden Tag bekommen wir. Natürlich, das ist genug für uns, aber Problem ist da, dass die zwei Gurken pro Tag sind vollkommen für uns genug. Wir sind kleine Familie, aber was macht mir viele Sorgen, die Blätter, die haben schon, ich weiß nicht, ob das echte Mehltau oder falscher Mehltau ist. Mehltau ist Krankheit. Und natürlich, jetzt werde ich versuchen, mit allen Mitteln die Blätter zu retten. Weil wenn die Blätter so alle gelb werden, kaputt werden, dann natürlich werden wir keine Gurken haben. Und noch bis zum 1. Oktober wäre es sehr erwünscht, noch die Gurken, frische eigene Gurken zu haben. Um meine kleinen Gurken zu retten und noch vielleicht bis noch einen Monat die zu essen, verwende ich jetzt alle möglichen Hilfsmittel. Natürlich Chemikalien möchte ich nicht verwenden. Wenn ich dann lese, so ein Gefahr, Erstickungsgefahr und da kann ich nicht meine Erde mit Gift gießen. Also Hilfsmittel, Hausmittel. Anfangs nehmen wir Eimer, 10 Liter Eimer. Die Hälfte ist schon mit Wasser, mit einfachem Wasser voll. Und dann Rest mache ich dann am Ende. Was brauchen wir? 20 Gramm Haushaltsseife. Da ist 200 Gramm. Ich nehme Reibe, grobe Seite und Reibe. Genau 20 Gramm für diesen Eimer. Da noch brauche ich 30 Tropfen vom Jod. Das ist Jod, flüssig und heißt Lugolsche Lösung. Hier steht. Aber ich habe nicht in Apotheke. In Apotheke gab es überhaupt nicht. Ich habe im Internet gesucht und im Internet bestellt. Dort ist billiger, dort findet man diese flüssigen Jod. Aber in der Apotheke gibt es gar nichts. Und noch in diesen Eimer muss man 1 Liter Vollmilch reingeben. Das ist nicht so unbedingt Vollmilch. Man kann auch entweder Kefir geben, abgelaufen oder Schmand mit Wasser verdünnt. Hauptsache,
Milchprodukt, weil wir Milchsäure brauchen in diesem Eimer. Ich habe nur Vollmilch, obwohl nicht abgelaufen, aber ich gebe 1 Liter Milch dazu. Da tropfen wir 30 Tropfen Jod flüssigen. 20, ja, es ist 30 Tropfen vom Jod und dann unsere geriebene Haushaltsseife, 20 Gramm. Alles gut verrühren und mit Wasser den Eimer voll machen. Also 1 Liter Milch, 20 Gramm Haushaltsseife und 30 Tropfen vom flüssigen Jod. Und voll mit Wasser befüllen. Wir haben fertig unser flüssiges Mittel. Und zum Bespritzen habe ich Spritzkübel gebracht und werde jetzt, das reicht für 2 mal, 5 Liter passt in das Ding rein, werde ich 2 mal befüllen. Einmal für die Gurken, die im Gewächshaus sind, und einmal doch versuche ich, die Gurken, die im Freien wachsen, auch denen zu helfen, obwohl, glaube ich, weniger. Im Gewächshaus vielleicht kann man noch retten, aber im Freien glaube ich kaum. Aber versuchen kostet nichts. Wir fangen an vom Beet, das im Freien ist, zu bespritzen. Man muss sehr tüchtig bespritzen, nicht nur von oben die Blätter, sondern auch von unten, von allen Seiten. Und falls diese Flüssigkeit aus dem Eimer übrig bleibt, kann man auch einfach gießen, wo die Wurzeln von Gurken sind. Und jetzt bespritzen wir die Gurken, alle Blätter von oben, von unten im Gewächshaus. In diesem Sommer fast jeder Gärtner sagt, dass die Blätter bei Gurken, Kürbisse und Zucchinis sehr schlecht sind, dass die sehr schnell gelb geworden sind, mit verschiedenen weißen, gelben, braunen Flecken bedeckt und sterben ab. Ja, das kann ich auch bestätigen. Obwohl da sind Kürbisse bei mir, da sieht man ein Kürbis, da noch weiter, noch, da sind kleinere Kürbisse, das ist Hokkaido, Kürbis in der Mitte, da sieht man ganz schlecht wegen wirklich Blätter, aber ich kann doch auch, bin ich auch dieser Meinung nach, es ist sehr viele Blätter schon abgestorben und mit verschiedenen Krankheiten infiziert. Hängen meine arme Gurken im Freien, ja, schön. Da ist schon unförmige Gurke. Die ist nicht so, kann man sagen, schon nicht 100% Qualität, wenn schon solche Form, weil normale Form ist nicht Birnen, sondern einfach geradeaus. Aber nicht zu machen, es ist zu spät, es ist. Oben sind die noch die Blätter grün, da hängen viele, viele Gürkchen,
aber nachts ist 7 Grad, tagsüber 27 und diese solche Sprünge zwischen Temperaturen, diese wackelige Temperaturen, die bringen, spielen auch ihre eigene Rolle auch. Und das ist gegen dann Gurken, obwohl nicht nur das spielt hier die Rolle. Überhaupt, ich glaube, in diesem Sommer, die Sonnenstrahlen waren sehr aggressiv. Also ich habe so gespürt, weiß nicht natürlich, vielleicht bin ich schon älter, deswegen meine ich so, oder ist das wirklich so? Aber Sie haben gesehen, ich habe versucht, so und so zu machen, aber es ist bestimmt schon war zu spät. Im nächsten Jahr, wenn wir alle leben werden, wenn alles gut wird, man muss schon, wenn die Gurkenpflanzen noch klein sind, muss man mit diesem Hilfsmittel anfangen, mit Milch wenigstens. Milch, Jod und ein bisschen Seife. Das werde ich machen, wenn ich wirklich bis dahin mit der normalen Gesundheit dazu komme, weil die Welt verändert sich so schnell, eine Situation schlimmer als die andere. Immer kommen nach und nach, Reihe nach, und man weiß nicht, was im nächsten Jahr passieren wird, nicht nur im nächsten Jahr, sondern man weiß nicht, was morgen passieren wird. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Gesundheit für Sie und Ihre Verwandten, Ihre Lieblingsmenschen, Ihre Lieblingstieren, gesunde Pflanzen, gute Ernte. Also bleiben wir in Hoffnung auf alles Gute. Tschüss.